Hallo und herzlich willkommen hier bei Boschert. Mein Name ist Anton Böhringer und ich möchte Ihnen heute einmal anhand eines Beispiels zeigen, wie einfach es doch ist, auch manuell eine Kupferschiene auf unserer manuellen Stanzmaschine, die Boschert Ecoline, herzustellen. Erst einmal müssen beide Anschläge Y- und X-Achse auf die gewünschte Position gebracht werden. Hierzu verstellt man hier den Anschlag, hier an, hier noch mit digital oder auch ohne digital möglich. Fertig. Um mehrere Stanzungen in Reihe zu bekommen, benutzen wir hier unsere altbewährten Mini-Anschläge. Diese Mini-Anschläge setzen wir ganz einfach in die T-Nut-Leiste ein und diese sind federgelagert und das Werkstück führen wir über sie hinaus. Hier ein Beispiel einer Anwendung. Erstes Loch, zweites Loch, drittes Loch. Sie haben hier die Möglichkeit, mit einem Plexischutz zu arbeiten oder auch mit der Zweihandbedienung. Wenn gewünscht ist, dass man ganz, ganz nah ans Werkstück muss, kann man die Haube hier aufmachen. Man nimmt die Zweihandbedienung, klickt sie vorne ganz einfach ein, setzt sich gemütlich auf den Stuhl und beginnt den Stanzvorgang mit einer Zweihandbedienung. Hub 1, Hub 2 und die ersten beiden Löcher sind gestanzt. Wie Sie sehen, innerhalb kürzester Zeit 8 Löcher in Ihrem Material. Um hier in Ihr Kupfer noch sogenannte Trennschlitze einbringen zu können, müssen wir das Werkzeug wechseln. Wir benutzen hier auf unserer Ecoline das altbewährte Trumpf-Werkzeugwechselsystem. Sie werden sehen, wenn ich das Werkzeug wechsle, wie schnell und einfach dieses Werkzeugsystem funktioniert. Wir öffnen hier die Verriegelung, nehmen die Matrizenzwischenteller hinaus, wechseln diesen auf das nächste Werkzeug, nehmen hier den Stempel dazu hinaus, einfache Mechanik, setzen den neuen Stempel wieder ein. Jetzt gilt es nur noch, den Matrizenzwischenteller einzubauen und zu verriegeln. Erledigt. Mit ein bisschen Übung hat man einen Werkzeugwechsel innerhalb von wenigen Sekunden erledigt. Das Werkzeug ist gewechselt, nun kommen die Schlitze. Und fertig ist das Teil. Ich hoffe nun, ich habe Sie davon überzeugt, dass Sie sehen konnten, wie einfach es ist, auf einer manuellen Stanzmaschine auch Ihre Kupferschienen zu bearbeiten. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihr Zusehen und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund, Ihr Anton Böhringer.